Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format von Zertamen. In den Episoden dieser Reihe wollen wir Ihnen Organisationen und Menschen vorstellen, die sich zum Teil auf nicht ganz alltägliche Weise für die Ausbreitung des katholischen Glaubens einsetzen. Hin und wieder wollen wir uns auch mit Männern und Frauen unterhalten, die uns Zeugnis davon geben, wie sie zum katholischen Glauben gefunden haben. Zum Auftakt wollen wir heute einen Blick hinter die Kulissen des katholischen Internetportals Catwalk werfen. Der Catwalk ist ein Projekt junger Katholiken, um den Glauben zu verbreiten und die Kirche zu erneuern. Und im Gegensatz zu heute modern gewordenen synodalen Irrwegen setzt der Catwalk auf das sichere Fundament der 2000-jährigen Tradition der Heiligen Mutterkirche und natürlich damit auch auf die alte Messe. Mehr Einblicke wird uns nun Josef Jung gewähren, er ist der Chefredakteur beim Catwalk. Lieber Herr Jung, vielen Dank dafür, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Gleich mal zur ersten Frage. Wenn man regelmäßig den Catwalk liest, dann kann man relativ schnell erkennen, dass ihm die alte Messe ein ganz besonderes Anliegen ist. Aber vielleicht mal erst mal ganz persönlich zu Ihnen. Wie kamen Sie zur Tradition? Wie kamen Sie dann auch zur alten Messe? Ja, das ist eine Geschichte, die ziemlich abenteuerlich ist, würde ich sagen, die auch über viele Jahrzehnte geht. Also es ist so, dass ich schon immer katholisch war und mir das Katholische auch immer wichtig war. Und ich deswegen auch in meiner Jugendzeit Messdiener war und auch aktiv in der Kirche war und dann auch eine Zeit lang mir das Katholische sehr wichtig war. Und ich habe deswegen auch eine Zeit lang überlegt, Priester zu werden und war im Priesterseminar von Münster als Priesterkandidat des Bistums Aachen und war dort von 2008 bis 2010 und habe auch schon 2008 eine alte Messe besucht und habe aber damals noch für mich gemerkt, dass das doch schon auch eine Liturgie ist, die mir eher fremd ist. Und ich war erst einmal da nicht so von angesprochen, wie das bei einigen so ist. Also es gibt ja Leute, die gehen einmal in die alte Messe und verlieben sich sozusagen in die Liturgie. Das war bei mir nicht der Fall. Ich war damals eher, sage ich mal, modern orientiert und auch nicht so sehr an der Liturgie interessiert. Für mich war das Theologische interessanter damals und das Verkündigen des Glaubens. Ich war dann ein Jahr als Priesterkandidat in Chicago. Das war 2010 bis 2011 und bin danach nicht mehr zurückgegangen ins Priesterseminar von Münster, weil ich mich sehr mit der Berufungsfrage auseinandergesetzt habe und für mich erkannt habe, dass das nicht mein Weg ist. Bin dann aus dem Priesterseminar praktisch ausgetreten und habe dort dann in Münster weiter studiert. War dann auch in der Studentenverbindung und praktisch ganz normaler Student. Und ich habe mich dann in den Jahren nach dem Priesterseminar, auch schon sehr verweltlicht. Also ich hatte noch den katholischen Glauben, bin auch noch in die Messe gegangen, aber es war jetzt nicht mehr so viel da. Es wurde dann noch immer weniger und es gab auch nur noch ganz wenige Gleichaltrige, denen der Glaube in Münster wichtig war. Und ich habe auch immer mehr gemerkt, dass es im Grunde immer mehr bergab geht und dass auch die ganze Situation an den heutigen Universitäten sehr schwierig ist, wenn man tatsächlich ernsthaft katholisch sein will. Dann ist etwas sehr Positives in meinem Leben passiert, ein ganz großer Glücksfall, nämlich ich habe in München eine Arbeit gefunden nach meinem Studium bei 1000 Plus und dadurch habe ich viele ernsthafte Katholiken kennengelernt, denen der Glaube sehr wichtig ist und die auch in die alte Messe gehen und die wirklich ernsthaft und von Herzen katholisch sind. Und das Lebenszeugnis dieser jungen Männer und Frauen war dann letztlich auch der Grund, warum ich auch meinen Glauben ganz klar Richtung Tradition ausgerichtet habe, weil für mich dann innerlich klar war, so fast intuitiv, dass das
sage ich mal, der volle katholische Glaube ist und auch der Weg ist, der ja, der Erfüllung gibt und der vernünftig ist, also in dem einfach alles zusammenkommt. Ja, also ich habe einfach gemerkt, dass das Katholische, was ich vorher gemacht habe, dass ich will nicht sagen halbkatholisch, aber das war nicht so rund, wie einfach das, was ich jetzt durch die Tradition kennengelernt habe. Auch in der Theologie, ja, also ganz vielen Bereichen. Ich habe mich dann immer mehr auch intellektuell damit auseinandergesetzt, habe die ganzen alten Dogmatiken gelesen, die alten Bücher, die alten Lexika und so weiter und habe die alte Messe immer mehr natürlich kennengelernt und das wurde dann für mich eine ganz runde und sinnvolle und vernünftige Sache. Und so kann man sagen, dass ich seit 2018 traditionell katholisch bin oder ein traditioneller Katholik bin, wenn man das so bezeichnen will. Ich würde aber lieber sagen, ich bin dann wieder ganz katholisch geworden. So würde ich das eher ausdrücken. Weil es gibt eigentlich nicht, also diese Unterscheidung zwischen traditioneller Katholik und moderner Katholik ist ja eigentlich was Künstliches. Es ist so umgangssprachlich. Ja. Ja. Und dieses Finden der Tradition hatte danach Auswirkungen auf Ihre Tätigkeit beim Catwalk gehabt, wie wir dann vor dem Vorgespräch schon festgestellt hatten. Denn Sie sind zwar jetzt der Chefredakteur, aber Sie haben den Catwalk nicht gegründet. Also wie kam es dann dazu, genau, dass Sie Chefredakteur des Catwalks wurden und in diese verantwortliche Tätigkeit kamen? Ja, also der Catwalk wurde 2015 gegründet von Matthias Scheppi. Und er hat mir im April 2018 die Verantwortung für den Catwalk übergeben, weil er so viel zu tun hatte, dass er das auch zeitlich nicht mehr schaffte. Und weil ich vorher schon Autor beim Catwalk war und da auch ganz viel geschrieben habe, habe ich dann auch gerne die Aufgabe wahrgenommen und mich dann auch damit auseinandergesetzt, wie genau ich den Catwalk jetzt weiterführen möchte. Ein wichtiges Ereignis dann für meine Zeit, für den Catwalk und für die Zukunft, war die Chartres-Wallfahrt 2018 zu Pfingsten, wo wir dann die 100 Kilometer zu Fuß in 3 Tagen von Paris nach Chartres gegangen sind. Ich habe an dieser Wallfahrt teilgenommen. Und das war für mich auch nochmal ein stärkendes Erlebnis, vor allen Dingen im Nachhinein zu sehen, da sind über 10.000 junge Menschen aus der ganzen Welt, ja, aus Amerika, da waren Gruppen auch aus dem Nahen Osten, von überall her sind die gekommen, um ja, an dieser Wallfahrt teilzunehmen, diese Wallfahrt auch der Tradition. Es gab kniende Mundkommunion, Kardinal Sara hat das Pontifikalamt gelesen, es gab Beichten, es war ein ganz tolles Zeugnis des katholischen Glaubens. Und da habe ich auch nochmal erlebt und gemerkt, vor allen Dingen im Nachdenken darüber, dass das etwas ganz Tolles ist, auch etwas, was Europa letztlich ausgemacht hat und geprägt ist, was uns heute verloren gegangen ist im Großen. Und das sozusagen nur noch im kleinen Bereich weiterlebt, aber etwas ganz Kostbares ist. Und das führte dann letztlich dazu, dass ich dann am 9. November 2018 gesagt habe, auch relativ radikal und auf eine gewisse polemische Weise auch, dass wir gesagt haben, so, jetzt ist der Catwalk tradi. Und wir machen jetzt so ein dickes Coverbild mit Pius X. und verkünden sozusagen, analog zum Ausruf der Demokratie verkünden wir jetzt die Tradition auf dem Catwalk. Und dass der Lifestyle, der vorher da war, zusammengebrochen ist. Ja, das haben wir dann gemacht. Und seitdem ist der Catwalk auf einer traditionell katholischen Linie, würde ich sagen. Und ich versuche das immer mehr auszubauen und auch mit einem gewissen Fundament zu versehen. Also mir ist wichtig, dass ich auf der einen Seite auch Artikel habe, die so ein bisschen locker und leicht sind, also auch so ein bisschen in die Boulevardrichtung gehen. Also ich möchte ja auch nicht nur super ernst sein, aber ich möchte auch sehr tiefe Artikel haben, die tatsächlich
ganz breit in die philosophisch-theologischen Fragen hineingehen, was Glaube, Theologie und Kirche angeht. Deswegen habe ich jetzt auch, mache ich verschiedene Serien auch mit Theologen und Philosophen, die sich da ganz, ganz gut auskennen. Und einer der neueren Autoren, die Sie jetzt gewinnen konnten, das ist ja der im amerikanischen Bereich bestens bekannte Peter Kwasniewski. Können Sie uns vielleicht erklären, wie es dazu kam, dass Sie den gewinnen konnten? Ja, das ist für mich ein großer Gewinn gewesen. Ich bin auf Artikel gestoßen von Peter Kwasniewski, die mich einfach sehr beeindruckt haben und die mir selber nochmal geholfen haben, zu verstehen, was eigentlich auch los ist in der Kirche, die liturgischen Brüche nachzuvollziehen und die theologischen Brüche. Und zwar schreibt Peter Kwasniewski jetzt hauptamtlich für verschiedene Magazine und Zeitungen, vor allen Dingen für das New Liturgical Movement und für 1 Peter 5. Und ich habe einen Artikel von ihm gefunden, wo er über die Orationen schreibt und den Unterschied der Orationen in der Neuen Messe und der Alten Messe. Vor allen Dingen die Oration von Albertus Magnus. Und da gibt es eine hervorragende Analyse, die habe ich dann übersetzt auf dem Catwalk gebracht, von Peter Kwasniewski, wo er schreibt, wie die ursprüngliche Oration von Albertus Magnus, in dem es darum geht, dass man den Verstand und die Vernunft der Weisheit Gottes unterwirft und von Gott her auch die Vernunft her denkt und sozusagen nichts wichtiger nimmt als Gott und auch die menschliche Weisheit Gott untertan macht, dass das in der neuen Oration, dann in der neuen Messe einen Wandel genommen hat und es auf einmal zu so einem Humanismus, sage ich mal, reduziert wurde und sozusagen die theozentrische Richtung so nicht mehr vorhanden war. Ja? Also, dass man schon in den Gebeten eine neue Weltanschauung erkennt, wie Kwasniewski das nennt. Das hat mich sehr beeindruckt, weil das war auch gut ausgearbeitet. Ich habe ihn dann einfach angeschrieben und gesagt, dass ich das einen großartigen Artikel finde, den er da geschrieben hat, und den würde ich gerne übersetzen. Und er hat mir das erlaubt. Und ja, seitdem übersetze ich regelmäßig Artikel von ihm ins Deutsche. Und er ist auch ein guter Beurteiler von meinen Übersetzungen. Also wenn ich da was falsch mache, meldet er sich auch bei mir. Ach, schön. Ja. Das heißt, wir stehen im regelmäßigen Austausch mit ihm. Ja, das ist so, genau. Ich habe jetzt auch vor kurzem ein Werk von ihm rezensiert über den wahren Gehorsam, das er in seinem Eigenverlag auch auf Deutsch publiziert hat. Ach, schön, ja. Und auch ein relativ aktuelles Projekt von Ihnen ist gewissermaßen Mass of the Ages. Insofern Sie da auch die deutschen Untertitel übersetzen, was ja auch sehr zeitaufwendig ist, wie Sie mir erzählt hatten. Aber vielleicht erklären Sie mal, vielleicht zuerst mal, was diese Trilogie oder diese angedachte Trilogie Mass of the Ages ist und wie es dazu kam, dass der Catwalk auch dort mitarbeitet, dass dieser brillante erste Teil, zumindest das erste Mal, für die deutsche Bevölkerung zugänglich wurde. Ja, also ich habe halt von dem Projekt erfahren, ich glaube über einen YouTube-Blogger, dass es einen Film über die alte Messe geben soll, fand das auch ganz toll, habe dann auch ein wenig dafür gespendet und habe dann gesehen, dass der erste Teil veröffentlicht wurde und auch verschiedene Untertitel hatte. Also der wurde auf YouTube veröffentlicht. Dann ist mir aufgefallen, dass es aber noch keine deutschen Untertitel gab. Und dann habe ich mich da gemeldet bei Mass of the Ages, habe denen eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich würde gerne dazu beitragen, dass es auch Untertitel auf Deutsch gibt, weil das ist ein großartiges Filmprojekt. Der Film ist super und das würde ich gerne unterstützen. Ja, und dann haben die mir geantwortet und ich war dann einer von zwei Personen, die als Übersetzer der Untertitel da fungiert haben. Das war auch ein aufwendiges Projekt, das hat mehrere Stunden und Tage gedauert, weil man dann praktisch auch dafür sorgen muss, dass die übersetzten Stellen ungefähr so lang sind wie die Originalen und ja, dass man auch so übersetzt, dass es sinnvoll ist. Und genau, und das ist schon aufwendig.
Und man müsste es auch im Grunde mehrmals, also man müsste auch mehrere Updates machen, denke ich, weil ich immer wieder merke, dass man es noch besser machen kann. Aber es ist auf jeden Fall schon mal auf Deutsch übersetzt. Den zweiten Teil, den werde ich auch mit übersetzen auf Deutsch. Und genau, wir werden dafür sorgen, dass alle drei Teile deutsche Untertitel haben werden. Das ist sehr erfreulich, weil ich meine, ich habe den ersten Teil damals auch auf Englisch gesehen und ich dachte mir, naja, gut, wird sicher für einige auch ein toller Film, den man sich anschauen kann. Aber da ist vielleicht das Englische ein bisschen Hinderungsgrund, aber jetzt ist es wirklich, jetzt kann jeder sich den Film anschauen und auch wirklich die Schönheiten der alten Messe entdecken. Genau. Genau, aber lassen Sie uns vielleicht dann, also wir hatten jetzt schon gesprochen über die jetzt seit kurzem regelmäßig erscheinenden Artikel von Peter Kwasniewski und jetzt über dieses aktuelle Projekt von Mass of the Ages. Gibt es sonst noch irgendwelche Vorhaben, die in Kürze starten? Welche Projekte stehen an beim Catwalk? Also als Großprojekt würde ich sagen, steht halt an, den Catwalk auf die nächste Stufe zu heben, den Catwalk auszubauen. Ich möchte den Catwalk zu dem Nummer 1 Portal, zum Nummer 1 Magazin im deutschsprachigen Raum machen, was alte Messe und Tradition angeht. Und so viele Interessierte, vor allen Dingen junge Menschen, erreichen wie möglich. Also der Catwalk soll eine große Internetplattform werden fürs Thema alte Messe und Tradition. Das soll ein Missionsprojekt letztlich werden, wo wir ja im Grunde genommen für unsere Zeit sozusagen mit den aktuellen Methoden dieser Zeit Leute für Christus gewinnen. Und genau, also ich sehe es so ein bisschen so, dass wie der Franz Xaver, der damals nach Indien und China ging und Japan, wir heute sozusagen wieder ja, zurück nach Europa gehen müssen und vor allen Dingen ins Internet gehen müssen, um hier wieder zu missionieren. Man spricht ja teilweise auch von Neuevangelisierung, aber das Wort finde ich jetzt nicht so schön. Mission, finde ich, ist da ja einfach sozusagen, trifft den Nagel einfach auf den Kopf. Genau, und mir ist einfach, wie gesagt, da ein großes Anliegen, den Catwalk größer zu machen, ihn mehr auszubauen. Und in dem Sinne bin ich auch froh für jeden, der mitarbeiten möchte, also der Artikel schreiben kann, der sich auskennt mit WordPress-Seiten oder der uns halt finanziell unterstützt, damit wir möglichst so viele Menschen erreichen können wie möglich. Wenn man natürlich, was das Finanzielle betrifft, Informationen dazu wird man auf der Internetseite finden, nehme ich an. Genau. Und aber wenn sich jetzt jemand denkt, okay, ich bin eigentlich ganz gut im Schreiben, ich habe vielleicht eine philosophische Ausbildung genossen, mich auch privat mit der Scholastik auseinandergesetzt, mit der Liturgiereform, mit verschiedenen anderen Dingen, wo kann man sich am besten melden? Ja, am besten kann man sich bei mir melden. Ich würde so eine Person am liebsten morgen einstellen, aber der Catwalk ist ein ehrenamtliches Projekt, also das geht leider nicht. Aber man kann sich dann bei mir melden, man kann mir eine E-Mail schreiben, das findet man auch alles auf der Catwalk-Homepage, man kann mich anrufen oder besser noch eine WhatsApp schicken und ja, und dann einfach auch Texte einreichen oder fragen, was gerade gut wäre und dann können wir gerne ins Gespräch kommen und dann können sozusagen die ersten Publikationen starten, ja, auf catwalk.de. Ja, dann hoffen wir doch gemeinsam, beten wir auch fest dafür, dass der Catwalk diese erfolgreiche Richtung, die er eingeschlagen hat, fortsetzt, dass er wächst, größer wird, immer mehr Leute erreichen kann, um eben, wie Sie gesagt haben, Deutschland wieder katholisch zu machen. Denn für die Mission muss man eben nicht nach Afrika schauen, nicht nach Asien, sondern da, glaube ich, da kann man vom eigenen Fenster damit anfangen. So ist es. Ja, dann sind wir eigentlich schon zum Ende gelangt. Nochmal herzlichen Dank dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und an alle Zuschauer da draußen, wer den Catwalk noch nicht kennt, in der Videobeschreibung unten findet sich ein Link dazu, ebenso wie der Link zu dem zumindest mal zum ersten Teil von Mass of the Ages. Und dann Ihnen allen danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Für Gott.